Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte euch, Sie alle, ganz herzlich im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung begrüßen zu unserer Konferenz Europe What's Left. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. Ja, es geht um einen Ratschlag über Fragen der Analyse gesellschaftlicher Entwicklung, über das Europa von heute. Vor allem geht es aber darum, welche Herausforderungen sich daraus aus dieser Analyse, aus der Situation in Europa für die Linke ergeben. Und Linke meint hier nicht die linken Parteien im engeren Sinne, sondern das, was wir möglicherweise linke Familie oder Mosaiklinke nennen. Während das Kapital in Europa starke Pflöcke eingeschlagen hat, sind die der Linken nur wenig erkennbar. Ich denke, einig sind wir uns an der Stelle, dass das heutige Europa weiter denn je entfernt ist von den Gründungsidealen, das Europa der 50er Jahre. Ja, ich glaube, einig sind wir uns an der Stelle, dass das heutige Europa tatsächlich weit entfernt ist von den Gründungsidealen, das Europa der 50er Jahre. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ging es um ein friedliches, ein geeintes, ein wirtschaftlich starkes Europa. Das Europa von heute ist geprägt durch nicht bewältigte tiefe Wirtschafts- und Finanzkrise und damit einhergehend mit einer Verschärfung der sozialen Gegensätze. Das Europa von heute, das sind nicht legitimierte Institutionen der Europäischen Union, die mit Austeritätspolitik, Forderung nach Privatisierung des öffentlichen Eigentums, Deregulierung, wachsenden Druck auf nationale staatliche Entscheidungen ausüben. Es wächst die Konkurrenz zwischen den Staaten, bei der sich die Starken durchsetzen. Und machtpolitische Optionen führen zu einer zunehmenden Militarisierung europäischer Politik. Und die Vision eines solidarischen, sozialen, eines friedlichen, eines demokratischen Europa bleibt damit auf der Strecke. Nun ist die Frage, sollte die Linke eine solche Vision aufgeben? Ich meine nein. Als internationalistische Linke müssen wir uns diesen Herausforderungen stellen. Ob nun mit einem Plan A, einem Plan B, einem Plan C oder wie auch immer sich der Plan nennt. Aber vor allen Dingen müssen wir uns zusammenschließen und wir müssen uns bewegen. Und das nicht nur in solchen Räumen wie diesem hier. Walter Bayer hat in seinem Jahrbuch 2016 gefordert, also im Transform-Jahrbuch 2016 gefordert, die Linke müsse Protagonistin der europäischen Integration sein. Und Walter, da hast du vollkommen recht. Ich habe dich schon gesehen. Ja, wo liegen denn die Herausforderungen für die Linke? Was ist das Bild, das linke Bild zu einem Europa? Und ich glaube, an diesem linken Bild sollten wir in diesen drei Tagen und nicht nur in diesen drei Tagen gemeinsam arbeiten. Es geht um ein Europa der Menschen, nicht der Institutionen. Und damit verbunden, ganz eng verbunden, ist tatsächlich die Entwicklung demokratischer Prozesse, demokratischer Institutionen, einer demokratischen Entwicklung eines Europa. Es geht um ein Europa, in dem der Kampf um soziale Gerechtigkeit als globale Aufgabe verstanden wird. Es geht um Antworten auf die weltweite Flucht- und Migrationsbewegung und die Antwort darf eben nicht Abschottung sein, sondern muss Öffnung und Integration sein. Die Industrieländer des Nordens und damit auch vor allen Dingen Europas tragen hohe Verantwortung am Klimawandel, an der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Deswegen muss Klimagerechtigkeit, Energiewende, der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, das müssen untrennbare Bestandteile linker europäischer Politik sein. Die Auseinandersetzung um internationale Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA,
TISA, TPP, das ist Teil des Kampfes gegen das internationale Kapital. Und gerade das Erstarken des Rechtspopulismus in Europa insgesamt erfordert klare Analysen und erfordert aber auch die Organisation breiter Bündnisse, die weit über die Linke hinausgehen müssen. Ich weiß. Ja, und nicht zuletzt ist das Ringen um politische Mehrheiten, letzten Endes auch um politische Verantwortung, auch um Regierungsverantwortung, das Anliegen einer vernetzten europäischen Linken. Im Falle von Griechenland hat die Linke Europas versagt. Syriza wurde im Streit mit der Troika, mit den europäischen Institutionen allein gelassen. Und ich glaube, es hilft relativ wenig, sich dann als Richter von außen hinzustellen und über Kapitulation zu reden. Das Urteil ist dann Kapitulation und mehr nicht. Ich halte das für unlauter. Griechenland, glaube ich, braucht nach wie vor unser aller Solidarität. Und das heißt dort auch, genauer hinzuschauen. Wo gibt es möglicherweise durchaus Erfolge linker Politik in Regierungsverantwortung? Wo ist das, was erreicht werden konnte, zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit Armut und Arbeitslosigkeit? Dass 200.000 Kinder zum Beispiel Schulessen bekommen, finde ich, ist ein, wenn auch kleiner Erfolg. Die medizinische Versorgung von Menschen, die nicht mehr krankenversichert sind, gehört dazu. Die Förderung kleiner, mittelständischer Unternehmen und so weiter. Ich finde, wir sollten alle gemeinsam genauer hinschauen. Ja, ich denke, ein anderes Europa ist möglich. Und deswegen nicht über das Ob sprechen, sondern lasst uns gemeinsam über das Wie sprechen. Wie erreichen wir ein solches solidarisches Europa, ein friedliches Europa? Und in diesem Sinne wünsche ich unserer Konferenz, dem heutigen Abend, viel Erfolg und gebe an Hillary weiter. Vielen Dank. Dankeschön, Dagmar. That got us to a very inspiring beginning. So I just want to welcome everybody to this public discussion that's part of a wider conference on strategies after the coup, building a left in Europe. My name's Hillary Wainwright, and I'm from the UK, and I wanted to say friends, comrades, and fellow Europeans, and I'll be saying that whatever happens on June the 23rd. But I'm part of a campaign in Britain for another Europe, so vote in, but vote to change it, so vote to be part of a movement like Diem that's fighting for the democratization of Europe. So I want to welcome especially people who've come in just for tonight, because in a way you're going to bring fresh energies, because we're pretty tired after discussions last night, then discussions from this morning onwards. And it's been a very exciting day, so our heads are buzzing with ideas, and the last discussion had to be a little bit curtailed because of time. So there'll be a lot of discussion, and I want to be very strict with the speakers so that we can have a lot of time for discussion. But we are also fairly exhausted by the heat and by the intensity of the discussion. So welcome all you fresh blood into our discussion. So this has been a very exciting conference. And I think, well, the other thing is I'm here, Red Pepper, and also I'm down as Transform, which Dagmar talked about the need for a network left, and Transform Europe is like one of the key networks in this networked Europe. So I'm happy to be, you know, mentioned as part of Transform. So just to put this title, Between Violence and Solidarity, into context, one of the contributors to the discussion earlier, Murillo Pironi, if I've got it right, from the Coalition of Social Centres in Europe, said in a very declamatory way, we must experiment, and he said we must fail, but I think he meant we must not be fearful of failing. And I think it's worth just thinking about the notion of an experiment, because in science, you know, many of you will be involved in science or, you know, had done chemical experiments at school, and you know that in a way, what an experiment, the importance of an experiment is that it's an action, an intervention which reveals the deeper structures of the phenomenon. And I think we've got to, in a way, both
thank the Greeks and reflect on their experience, because they took a kind of historic experiment in refusing austerity, refusing the memorandum, and going for government to do exactly that. And it was an experiment which had many successes, but ultimately was defeated by the violence of the Troika. So it was a failure, but all failures, as scientists will know, all experiments need to be reflected on. So the importance of this weekend is a kind of moment of reflection, which I have to say sometimes the left is not so good at. The left experiences a defeat, you know, like in the past in Brazil, and then moves on to Venezuela, you know, so it's like sort of, you know, we can't face failure. We've got to kind of move on to something, you know, more exciting, more successful. But I think the Rosa Luxemburg Foundation has shown an ability to face up to failure. And sometimes failure is particularly rich in lessons and in insights. So that's the context in which we're discussing. In the face of the violence, the kind of multiple violence against Greece, I mean, the initial violence in refusing any kind of recognition of their overwhelming mandate. So that story that Varoufakis tells, where he politely, if you can imagine him being polite, but he went into the negotiations saying, well, I'm representing the elected Greek government. And Schäuble just said, I don't know if he slammed the table, but he probably did, and said, elections mean nothing, almost have no impact or relevance on economics. And then in a sense, a sort of a further act of violence, a kind of, you know, hitting the Greeks in the fist, was the contempt with which the Greek people's no to austerity was greeted, a kind of, you know, just as if it had never happened, and yet it was the most overwhelming no, most passionate no that the Troika must have faced. And then we've had, as Dagmar described, that daily violence, what's happening to children, what's happening to pensioners, and what's happening to women, who, as Kate Baird in an earlier session described, they're the people, and she was talking about Spain, but they're the people, the women, bear the brunt of any sort of austerity policy. So that's the context in which we're talking about it. But then we're also talking about strategy, and that's why we're really pleased to have Katja from Die Linke, who's been an exemplary proponent of strategic thinking, and then to have Sreko from Diem, and Miguel Urban from Spain, from Podemos, which obviously is the next, you know, is going to be the focus of the next event on the left's hopefully successful calendar. So I'll hand over to Giorgos first, who will kind of set the scene in terms of the violence, and then move to Katja, and then to Sreko, and then to Miguel. And I'm going to be strict, because we do want to have a lot of discussion, so 12 minutes, and I'll send you a little note when it's 10. Ja, also, grüß euch alle. Ich möchte mich nochmal bedanken, dass ich hier eingeladen bin, bei dieser sehr interessanten und sehr guten Veranstaltung teilzunehmen. Öfters in diesem Saal haben wir diskutiert, nicht nur über Griechenland, sondern auch über die Zukunft Europas und über unsere gemeinsame Zukunft als Linke. Ich werde versuchen, in diesen 12 Minuten, und da habe ich die Schwierigkeit, als Erster zu sprechen, einmal die Diskussion sozusagen gemäß ihrem Titel einzubringen, also Gewalt und Solidarität. Ich habe so verstanden, den Titel unserer heutigen Diskussion, dass wir einmal sozusagen herausstreichen, was dieser wirklich gewaltige Gewalt, die nicht nur auf die griechische Bevölkerung, nicht nur auf Griechenland ausgeübt worden ist, sondern diese Gewalt, die in ganz Europa unterwegs ist, und wie oder ob wir mit unserer Solidarität wir etwas entgegensetzen können.
Die Frage ist noch offen, die Antwort ist auch noch offen. Ich hoffe, dass wir heute in unserer Runde hier einen kleinen Beitrag leisten können, dass wir näher zu einer nachhaltigen Antwort kommen können. Griechenland ist auch, was diese Frage betrifft, wirklich ein Paradigma. In Griechenland wurde die meiste Gewalt wirklich ausgeübt, was diese neoliberale Logik beinhaltet. Ich habe 4 Punkte herausgestrichen, anhand denen ich dieser enorme Gewalt euch kurz beschreiben möchte. Vorher aber möchte ich zu dem zweiten Thema von unserer Diskussion was sagen, die auch mit der Gewalt zu tun hat, aber in der umgekehrten Richtung. Flüchtlinge. Ich habe paar Mal heute und gestern auch bei den Diskussionen hier gehört, dass Griechenland es geschafft hat, die griechische Regierung es geschafft hat, die Flüchtlingsfrage ohne Anwendung von Gewalt zu bewältigen. Und siehe da, wir staunen alle. Wie ist das ohne Gewalt möglich? Es ist sehr interessant, wenn man die Diskussion in den Medien verfolgt. Sehr oft in Griechenland werde ich von ausländischen Journalisten gefragt, wo ist die Polizei, wenn sie bei Flüchtlingslager sozusagen da ihre Recherchen machen und so weiter. Gleichzeitig aber werden von sehr vielen Helfern, auch von sehr vielen Linken, die Situation in den Flüchtlingslagern kritisiert, auch zu Recht. 2015 hat Griechenland über 950.000 Flüchtlinge gehabt. 950.000. Allein auf einer Insel, die Insel Lesbos, mit 85.000 Einwohnern, sind über 560.000 Flüchtlinge rübergekommen. Sollte man es zu Berlin vergleichen, hieße es innerhalb von einem Jahr 18 Millionen Flüchtlinge durch Berlin. Ich sage nochmal, 18 Millionen. Versucht einmal ein paar Sekunden zu denken, was würde das für die Diskussion oder überhaupt für das Leben oder überhaupt für die Zukunft Deutschlands und Europas es bedeuten. Genau zu dieser Zeit, wo so viele Flüchtlinge auf der Insel Lesbos waren, hatten wir in Griechenland Wahlen. Das war letzter September. Und siehe da, die Mehrheit der griechischen Bevölkerung ist nicht nach rechts gegangen, sondern ist nochmal nach links gegangen, hat nochmal Syriza gewählt. Wenn man das von hier aus betrachtet, wenn man die selbe Diskussion hier verfolgt, was in Deutschland oder in Österreich in der letzten Zeit passiert ist, aber was insgesamt auch in Europa passiert, was den öffentlichen Diskurs betrifft um die Flüchtlinge, wo es diese Agenda der Neoliberalen oder den Neofaschisten übernommen worden ist, damit der gesamte Diskurs nach rechts verschoben wird, dann hat man ein völlig anderes Bild. Und da hat die griechische Bevölkerung zusammen mit der griechischen Regierung wirklich ein großartiges Beispiel von Solidarität geliefert. Weil so einfach war das nicht. Die Jahre davor, die griechische Regierung mit 40.000 Flüchtlingen in einem Jahr, 2014 zum Beispiel, nachdem die frühere griechische Regierung die Agenda der Neofaschisten in Griechenland völlig übernommen haben, haben wir in Griechenland auch eine faschistische Partei als drittstärkste Kraft im Parlament, dürfen wir in Griechenland auch nicht vergessen. Das einmal zu der Flüchtlingssituation in Griechenland und in Europa und wie sie die Diskussion beeinflusst hat, aber nicht nur die Diskussion, sondern insgesamt das politische Klima. Das Beispiel Österreich ist das letzte negative Beispiel, was wir haben. In den
nächsten Minuten, die ich noch habe. Drei Punkte möchte ich hervorstreichen, an denen man die gewaltige Gewalt dieser neoliberalen Logik, wie wir in Griechenland gespürt haben. Erster Punkt, Demokratie. Demokratie. Das Erste, was unter dieser Sparpolitik, diese Programme untergehen sollte, beiseite geschoben werden sollte, war die Demokratie. Deswegen, letztes Jahr, weil wir das in unserem Titel auch haben, im Juli, aber vor allem auch nach dem Referendum, die Gläubiger oder die Partner oder die Geldgeber, egal wie man sie sagt, warum haben die so reagiert? Weil sie ein Zeichen setzen möchten. Die Demokratie, wie schon Hillary gesagt hat, anhand Beispiel von Herrn Schäuble, müsste eingeschnitten werden. Deswegen haben sie noch gewaltiger reagiert, haben gesagt, nein, das Resultat von Referendum kann nicht angenommen werden. Das zweite sehr kräftige Problem, was Griechenland in den nächsten Jahrzehnten haben wird, Treuhandschaft. Treuhandschaft. Wir werden in ein paar Jahren vielleicht die Sparpolitik vergessen haben, wenn die Wirtschaft ein bisschen die Kurve bekommt und ein bisschen bergauf geht. Aber die Treuhandschaft wird hier bleiben. Die machen Nanomanagement. Es geht nicht nur um die großen Sachen, die möchten auch bestimmen, wie breit der Gehsteig in irgendeiner Nebenstraße sein darf. Und das ist bitte wirklich nicht übertrieben. Ökonomie, der zweite Punkt, den ich hervorstreichen möchte. Staatsschulden. Es ist nicht nur, dass die Wirtschaft... I know. Also es ist nicht nur, dass die griechische Wirtschaft 25% ihrer Leistung verloren hat. Sie sehen, dass zum Beispiel die Diskussion über Schuldenschnitt, Schuldenumstrukturierung, egal wie man das nennt, beginnt nicht. Warum? Weil Schäuble und Frau Merkel nochmal die Wahl gewinnen möchten. Und weil die Sozialdemokratie in Deutschland bei dieser Politik mitmacht, obwohl Gabriel zuletzt auch gesagt hat, naja, vielleicht haben wir da es ein bisschen übertrieben, müssen wir uns da, was die Schuldenumstrukturierung Griechenlands beginnt, etwas früher die Diskussion beginnen. Aber Gabriel hat die große Chance, das im Bundestag den Antrag zu stellen und dass es dort eine neue Mehrheit gewonnen wird. Aber das würde bedeuten, eine neue Politik in Deutschland und eine neue Mehrheit in Deutschland, eine neue Regierung auch in Deutschland. Der dritte Punkt, Deregulierung. Was erleben wir jetzt in Frankreich in diesen letzten Wochen? Über Gesetz soll dort auch das Arbeitsrecht dereguliert werden. In Griechenland haben wir über die Anpassungsprogramme es auch machen müssen. Hier ist unser Genosse, unser Arbeitsminister, der jetzt in den nächsten Monaten die große Aufgabe haben wird, über die Regulierung der Arbeitsrechte wieder zu verhandeln mit unserem Geldgeber. Und da stelle ich die Frage im Raum. Dagmar hat das schon erwähnt, in diesen letzten Jahren ist Griechenland allein gelassen in ihrem Kampf, in diesem sehr harten Kampf gegen einen viel größeren Gegner, gegen die Partner. Die französischen Genossen und Kollegen und Kolleginnen, sie sind jetzt auch allein. Die streiken seit Wochen, hier in Deutschland passiert aber nichts. In Griechenland passiert auch nichts. Vielleicht in ein paar Jahren haben wir hier dieselbe Situation wie jetzt in Frankreich, aber dann werden die Franzosen nicht mitmachen. Die Aufgabe von unserer Diskussion hier heute ist, und die Diskussion, die wir in den nächsten Tagen führen werden, ist, dass wir schaffen werden, gleichzeitig Kämpfe europaweit zu machen. Wir müssen uns endlich in der Lage versetzen, dass wir uns genauso gut organisieren wie unser Gegner. Die sind sehr gut vernetzt. Die Neoliberalen, die sind nicht einig. Wenn aber sie einen Feind vor sich haben, lassen ihre Differenzen beiseite,
vereinen sich und kämpfen alle gemeinsam. Das haben wir im Falle Griechenlands erlebt, wie die gesamte neoliberale Elite weltweit aufgestanden ist, hat gesagt, da ist eine Gefahr, wir müssen was dagegen tun. Genau das müssen wir als Linke machen. Einmal unsere vorhandenen Differenzen wirklich bei der Seite lassen, habe ich ein paar Mal schon in diesem Saal gesagt, den Weg gegen diese neoliberale Sparpolitik gemeinsam machen, neue Partner suchen, auch links und rechts von uns, den Weg gemeinsam machen bis zu der Kreuzung, wo diese viele Schilder stehen, über welchen Weg zum Sozialismus wir hingehen und gerade an dieser Kreuzung uns dann zerstreiten. Aber bis dahin müssen wir gemeinsam gehen. Wenn wir es nicht schaffen, wir werden uns öfters hier versammeln, bloß über unsere Versäumnisse und über unsere Niederlagen zu diskutieren. Wir müssen endlich einmal über unsere Siege diskutieren können. Thanks, Jorgos, and for being so disciplined. So, Katja, would you contribute next? Die real existierende EU steht in aller Kürze für 2a, Austerität und Abschottung. Als es darum ging, eine linke Regierung in Griechenland zu erpressen, hat die Eurogruppe zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Sie halten auch noch zusammen, wenn es darum geht, ein Grenzregime stark zu machen, was am Ende des Tages auf der Verabredung zum Sterben lassen basiert. Aber sie sind vollkommen hilflos, wenn es darum geht, Menschen zu retten auf der Fluchtrouten. Sie sind vollkommen hilflos gegenüber dem wachsenden Rechtspopulismus in der EU. Und ich finde, das Agieren der EU-Eliten in der Flüchtlingsfrage war und ist eine riesengroße moralische Bankrotterklärung für dieses Europa. Und ich wage das mal in einem größeren Kontext einzuordnen. Redliche Sozialistinnen und Sozialisten haben 1968 nach der Niederschlagung des Prager Frühlings gesagt, das war faktisch die moralische Bankrotterklärung des real existierenden Sozialismus. Danach war klar, dass der real existierende Staatssozialismus nicht einfach mit einfachen Reformen noch zu retten sein wird. Und ich finde, Ähnliches muss man über die EU, wie sie jetzt existiert, auch sagen. Reformen alleine sind zwar notwendig und wir kämpfen um jede Verbesserung, aber alleine sozusagen werden aus dieser EU nicht ein Europa machen, was uns begeistern kann. Oder um es in die Sprache von IT-Nerds zu übersetzen, ein Update alleine wird nicht reichen. Wir brauchen schon ein neues Betriebssystem. Das heißt, es gibt keinen Grund, Samthandschuhe anzuziehen, wenn es heißt, die herrschenden EU-Eliten zu kritisieren. Es gibt keinen Grund, der Illusion anzuhängen, man könnte das mit sanften kosmetischen Korrekturen irgendwas retten. Wir müssen immer wieder deutlich machen, das Agieren der EU-Eliten, der strikte Kurs der Austerität, hat europaweit den Nährboden für Rechtspopulismus bereitet. Wenn der Ellenbogeneinsatz sozusagen das ist, worauf ganze Generationen getrimmt werden, wenn Existenzängste und Abstiegsängste dominieren, dann ist das halt etwas, was Rechtspopulisten immer in die Hände spielt. Und insofern finde ich, und das war ja auch eine der zentralen Aussagen bei der Diem-Veranstaltung in Berlin, wer vom Rechtspopulismus in Europa redet, darf von der Austerität, vom Neoliberalismus nicht schweigen. Und trotz dieser vernichtenden Kritik finde ich, es gibt etwas, was Hoffnung stiftet. Das liegt nicht an den EU-Eliten, sondern das liegt an den transnationalen Netzwerken, die es gibt, die an einem Europa von unten arbeiten. Das war zu sehen bei der Ochi-Bewegung, das ist zu sehen bei Blockupy, wo ein transnationales, solidarisches Agieren immer wieder mit Leben erfüllt wird. Das wurde sichtbar im Sommer der Migration, zum Beispiel in den Konvois der Hoffnung, wo man sagen kann, ja, es entsteht etwas über Ländergrenzen hinweg, wo sich Menschen auf den Weg machen, auch auf Routen begeben, die in keinem Navi verzeichnet sind, die den Aufbruch ins Ungewisse wagen, weil sie eine Gewissheit verbindet, kein Mensch ist illegal.
Und da gibt es auch gewisse Aktionsformen, die sich neu herausgebildet haben. Ich denke, es gibt europaweit sozusagen ein neues Bedürfnis nach Dissidenz. Es gibt europaweit eine Generation, die im Zeitalter der Globalisierung groß geworden sind und für die vollkommen klar ist, die Fragen von Gerechtigkeit müssen immer als globale Fragen gestellt werden. Und wenn wir den Blick global weiten, dann ist klar, soziale Gerechtigkeit und internationale Solidarität ist ohne konsequenten Klimaschutz undenkbar. Die Europäische Linkspartei, und ich finde allein die Tatsache, dass es sie gibt, ist ein unglaublicher Fortschritt. Man muss aber auch sagen, dass die selbstkritisch sagen, dass die Europäische Linkspartei während des griechischen Frühlings wirklich auch eine Mobilisierungsschwäche gezeigt hat. Es gab ja Solidaritätsbekundungen. Und viele hier der Anwesenden haben daran mitgewirkt, sei es die Initiativen von Blockupy oder die Manifestation am 20. Juni. Wir haben da echt sozusagen viel Kraft reingesteckt. Aber wir wissen auch, welche Grenzen unsere Mobilisierungsfähigkeit damals hatte. Nun finde ich, dass die Linke, klein oder groß geschrieben, also die Partei Die Linke oder die gesellschaftliche Linke in Deutschland eine besondere Verantwortung hat. Und man kann sich nicht darauf beschränken, mit überschlagenen Armen sich jetzt an den Rand zu stellen und die Situation in Europa krittelnd vom Seitenrand zu kommentieren. Let's face it, lasst uns der Realität ins Gesicht schauen. Die Linke hierzulande ist die Linke im wahrscheinlich einflussreichsten Land innerhalb der EU. Wenn die Linke hier scheitert, ist es für die Linken in ganz Europa deutlich schwerer. Wenn die Linke hier real was bewirkt, real mobilisierungsstark ist, dann wird es für die Linke in ganz Europa deutlich leichter. Und deswegen meine ich, nicht nur angesichts des wachsenden Rechtspopulismus, jede linke Kritik an der EU muss sich auf einen Punkt hin befragen lassen. Führt sie zu einem wirklichen Fortschritt innerhalb Europas? Und ich will das auch ganz klar sagen, der nationale Tellerrand ist kein Fortschritt. Jeder Schritt in Richtung Renationalisierung ist kein Fortschritt für die Linke in Europa. Zumal ja der Verweis auf die EU-Bürokratie auch gerne selbst von der jetzigen Bundesregierung unter Merkel und Sigmar Gabriel gern als Vorwand genutzt wird. Also es gibt so manche Maßnahme, die die Regierenden hier nicht einfach durchdrücken könnten, die sie dann über dem Umweg, ja, das wird ja auf EU-Ebene gemacht, durchdrücken. Deswegen finde ich, wir sollten immer wieder deutlich machen, wir streiten für einen anderen Kontinent. Wir lassen uns diesen Kontinent von den EU-Eliten nicht nehmen. Wir streiten für ein Europa des Friedens, der Solidarität und des Klimaschutzes. Europa anders machen, das war das Motto der Demo am 20. Juni. Und dieses Motto hat nichts an Aktualität verloren, ganz im Gegenteil. Und um euch noch einige Ideen zu geben, wie ich mir ein anderes Europa vorstelle, das ist zum einen ein Europa, was in der Flüchtlingsfrage sich für eine gemeinsame solidarische Lösung stark macht. Wie könnte die aussehen? Ich habe dazu zusammen mit Bernd Rixiger, meinem Co-Vorsitzenden, einen konkreten Vorschlag eingebracht. Wir haben gesagt, wir wollen eine Art Fluchtumlage, die von zwei Prämissen ausgeht. Erstens, es gibt ein Recht auf Bewegungsfreiheit. Jeder Geflüchtete hat das Recht, selber zu entscheiden, wo er sich niederlassen möchte. Zweitens gibt es aber eine Verpflichtung, dass sich jedes Land entsprechend seiner Einwohnerzahl und seiner wirtschaftlichen Stärke an der Aufnahme von Geflüchteten beteiligt. Und wenn es nun Länder gibt, die nicht entsprechen, da dürfen sich dann die Experten in Brüssel was ausdenken, irgendeine mathematische Formel, werden die schon finden. Wenn es nun ein Land gibt, was sich nicht entsprechend beteiligt, real, dann muss man halt sagen, die müssen dann stärker zur Kasse gebeten werden. Und dieses Geld wiederum sollte dann in Regionen investiert werden, wo deutlich mehr Geflüchtete aufgenommen werden. Und zwar zum Beispiel investiert werden für einen sozial-ökologischen Umbau. Zweitens streite ich für ein Europa, wo wir klar haben, dieses Europa ist ein Kontinent der Einwanderung. Und das ist gut so. Und dem stellen wir uns offensiv. Da schließen wir nicht die Augen davor. Zudem streite ich für ein Europa, in dem es eine europaweit organisierte Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und Krankenversicherung gibt, dass Menschen in anderen Ländern arbeiten können, ohne dass es sozusagen große bürokratische Hürden gibt. Ich streite für ein Europa, in dem
die Idee von Rosa Luxemburg, dass es soziale Garantien des Lebens gibt, wo niemand betteln muss und jeder sich in die Gesellschaft einbringen kann, Realität hat. Ich streite für ein Europa, wo in der Handelspolitik nicht Freihandelsabkommen den Ton und die Realität angeben, sondern fairer Handel ganz oben drauf steht. Und ich streite für ein Europa, in dem sozialökologische Wende in der Wirtschaft endlich in Angriff genommen wird. Nun muss man, wenn man sich überlegt, die Frage wäre ja auch, gibt es innerhalb von Europa die Möglichkeit zu einer neuen Bündnispolitik? Nur mal angenommen, ich weiß, das erfordert unglaublich viel Fantasie angesichts des Zustandes von SPD und Grünen hierzulande, aber wir sind ja auf einer Konferenz, da kann man ja mal Fantasie entfalten. Nur mal angenommen, es gäbe sagen hierzulande eine wirklich linke Regierung, die sich für eine andere Bündnispolitik stark macht. Für eine Bündnispolitik, die progressive linke Regierung im Süden Europas unterstützt und die nicht weitere Kürzungsdiktate aufdoktroyiert. Für eine Bündnispolitik, die sagt, ja, international arbeiten wir mit den Kräften mit den Ländern Lateinamerikas zusammen, wo der Neoliberalismus nicht oder noch nicht die Oberhand hat. Da könnte man ja weltweit wirklich was bewegen, da könnte man auch andere Standards setzen, wenn es solche Chance gibt. Wie gesagt, die Realität in Deutschland sieht gerade anders aus. Kurzum, ich streite für ein Europa, in dem soziale Garantien und Klimaschutz Verfassungsrang haben. Da das Handeln der EU-Eliten und der EU-Institutionen aber so unendlich weit von diesen Vorstellungen von Europa entfernt ist, meine ich, wir kommen nicht drum herum, es braucht eine Neubegründung Europas. Und ich bin froh, dass es mit Diem eine Initiative gibt, mit Diem 25, die deutlich macht, es geht um ein anderes Europa, um ein Europa der Demokratie und dieses Europa anders machen, das sind wir der Idee von Demokratie schuldig. Vielen Dank. Great, Katja, that was fantastic. Now I want to introduce Sreco Horvat, who I mainly know as co-organizing DiEM25. And although DiEM25 is most associated with Yanis So I want to introduce Sreco Horvat as the co-founder of DiEM25, which is very directly a movement inspired by learning the lessons from the Greek experiment and focusing on the issue of democratization. And I went to the founding of it in Berlin, at which both Katja and Sreco were speaking. And, you might get the impression that it's connected or associated only with Yanis Varoufakis, but actually what was so impressive about this founding meeting was that the whole platform, you know, was filled with different, in a way, illustrating the different levels of our struggle. So there were people from local authorities, from Barcelona, from another municipality in Spain, from the trade unions, from IG Metall, from Blockupy, so the unions, direct action, and then there were MEPs and MPs like Katja. It's really exciting, this movement, and I really look forward to Sreco explaining in 12 minutes how it's going to work and how you can all be involved with it. Okay, sorry. It's a Greek mobile, so I don't quite understand. Okay, Sreco, sorry. Hello, I'm really glad to be here. Since I have 12 minutes, I apologize already at the beginning that I will be pretty quick, or I will try to be very fast. So let me start by a joke, good old joke from good old communist times, when there was still the Cold War and you had two or three blocks even, and people couldn't decide which block to choose. So at that time, someone calls the famous radio Yerevan and asks the following question. Which tea should we drink? Should we tea Russian tea or Chinese tea? And the answer of radio Yerevan was the following one. Don't mix up in the conflict of superpowers, drink coffee. And I think what Diem is trying to do is precisely to offer this coffee to Europe. Because someone mentioned that the left, the social democrats, the liberals, all of us are tired, and we have been in many struggles already. We have seen also what happened to Syriza in Greece. We will see what will happen to Podemos. We can follow different occupations from Syntagma Square to Puerta del Sol and so on. And I think instead of our victories here, maybe we don't agree, we should analyze and speak about our defeats in order to reach new victories.
But let me speak about DiEM a bit. It's not a joke, as you can see. And what DiEM tries to do is precisely to offer this coffee, which means that we are fighting for radical internationalism. Because if you look at the refugee crisis, if you look at secret agreements such as TTIP, if you look, for instance, at terrorist attacks from Brussels to Paris, if you look to austerity measures to privatizations, the fact is that all these symptoms, or what Gramsci would call morbid symptoms, are interconnected and are international problems. So the only solution to these problems, the only solution to the refugee crisis, the only solution to TTIP, the only solution to austerity measures must be an international answer. So we at DiEM, we don't believe that a retreat to the nation state could solve the problems. Me, as someone who was born in Yugoslavia, doesn't believe it even more, because if you had a country which was a country of real existing socialism, where we had it for decades, which was part of the big non-aligned movement, which we actually need today as well, which had self-management, if this project succeeded to fail and couldn't be outside of the global market, actually my thesis is that it was already integrated in the global market in the 60s and 70s, much more before the nationalist civil war, which was just a consequence of Yugoslavia's integration into the global market. If this experiment, which lasted for several decades, couldn't exist outside but was already integrated, how could a tiny country such as Greece be outside of the Eurozone and succeed alone? I think what we need today is precisely to fight on a European level, because what we have today is at least two directions in Europe today. One direction, it was very well described by the speakers before already, is the direction which is characterized by Poland, by Hungary, by the country where I come from, which is called Croatia, where you have complete historical revisionism, where they are shooting down independent journalism, where they are protesting against abortus, where the church is stronger than ever, where a Quisling Ustasha regime is now being celebrated openly in the public. And it's not only Hungary, Croatia, and Poland. DiEM was present at a big event. We organized a big event recently in Vienna, just between the two presidential rounds. Thanks God, the right-wing president didn't win. But actually, already after, it was very close. It was like 0.5%, I think. But what should worry us is what they did after the elections. So Hans Christian Strache, for instance, announced a referendum which is trying to take one part of Tyrol back to Austria. So we have this development as well. And I think, you know, to be brutally honest, I think the biggest problem is not so much Jobbik. The bigger problem is, the real problem is not so much the Golden Dawn. The real problem is not so much AfD in Germany. The problem is not so much Front National. But I think what we, as the left, social democrats, liberals, whoever you are, whoever we are, I think that's DiEM. What DiEM is also trying to do is actually to bring us all together. What we should perceive is that the bigger danger for democracy in Europe is precisely something what we might call the extreme center. You have this situation already in France, where Front National is actually pushing Hollande more towards the right. You have this situation in Germany as well with AfD, where precisely the right-wing extremist parties are pushing the center more towards the right. And I think this is one of our defeats, one of our failures, that we didn't succeed to push the center more towards the left, for instance. This is the one direction of the European Union. If we go into this direction of the European Union, I think there will be no Europe anymore. The other direction, we can see in new movements such as Nuit Debout. We could have seen it with Syriza, with Podemos, but also with different models of organization, because if you remember, Podemos and Syriza couldn't exist beside if there wasn't the huge mass mobilization on Syntagma or the Indignados. But for instance, with the Labour Party, it's very interesting that you have an existing political party which was successfully transformed, and when they created the momentum then. So this other direction is represented by new political movements or old political parties or new political parties. But as we know, let us speak also about our possible defeats today. I came yesterday from, let me just see how much time I have. I came, I got, according to my watch, 6, so I will stick to my watch and grant you 1 minute. I came yesterday from Paris, where I had the opportunity to join our comrades at Place de la République, at Nuit Debout. And you know, when Nuit Debout started, which was 60 days ago,
So it's a celebration, it's their birthday. It was 2 days ago. The trigger was Hollande's labor reform. But this is not all. I think what France shows again is that the labor reform which is taking place in France and which might be opposed with the general strike announced for 14th of June is that this is part of a bigger question. Again, we come back to internationalism. What at the beginning we could have seen at Nuit Debout is that they precisely cover questions such as TTIP, ecology, Greece, if you want, trade unionism. It's not just about the labor reform. But as you can expect, if you remember Occupy Wall Street, the articles which were published mainly by the brochures, ideological brochures of the financial powers, which is Wall Street Journal and Financial Times, during the Occupy Wall Street, you could have seen many cartoons of people who are gathering there, smoking pot, and they don't know what to do. Something similar happened now after Nuit Debout, where you had a cartoon in Le Monde, where a cartoonist is painting penguins who are meeting at Place de la République, so we have a lot of penguins at Place de la République, and then he writes the following message. The penguin is saying this, a protester from Nuit Debout is saying, let's gather here every day and figure out why. Is it really true? No. What I have seen at Nuit Debout is that the movement now, there was another critique by Pierre Husky in The Guardian recently, who said this, I'm quoting, similar to 68, it's the middle class kids who go in the streets, not the children of the suburbs. And he's criticizing Nuit Debout precisely because of that. But what I have seen is that the protesters, the courageous young activists, 23, 24 years old, are now helping the refugees. So yesterday we were at, I think it was yesterday, I don't remember anymore, but I think it's yesterday that we were at Stalingrad, near the, not Stalingrad there, but near the metro station in Paris, where there is a refugee camp with more than 1,000 people from Ethiopia, from Sudan, from all the countries where our humanist interventions were taking place, and who are there living in conditions without a public toilet, without a shower, without anything. But what is interesting, and it goes precisely against the cartoon of the penguins and the critique of Pierre Husky, for instance, is that the people, the activists from Nuit Debout, are there from 4 o'clock in the morning protesting against the evictions, they are there helping the refugees, and that now you have a sort of dialectics. What we could have seen there is that also people, activists who gather there, for instance from the Red Cross, are also visiting the Nuit Debout. So I would say the penguins are precisely those who today make decisions in the European Central Bank, in the European Commission, ECOFIN and Eurogroup. They are gathering there every day and trying to figure out why. And they know precisely how, but they still don't know why. And they do austerity measures, but they don't know anymore. They don't know anymore why do they do austerity measures. So this is the second direction, and I have how many minutes? Oh, 3 minutes more. I can be quiet even. Since I have 3 minutes, let's speak about Diem. The last time I was here at this building was in February when in Volksbühne we launched the movement. As you can know, you can criticize me already, how can you launch a movement? Of course, we didn't launch a movement. This movement already existed all over Europe, and Diem is just an expression of those who believe that instead of exiting this project, we should fight all together. Since then, we had a huge event in Rome where we launched the transparency campaign, asking for more transparency in decision-making organizations and bodies of the European Union. Since then, we had a huge event in Vienna focused on the refugee question. We had 1,000 people at the hall, and we had 300,000 people who were watching live stream. So we are really outreaching to different groups, not only the usual suspects which gather at such conferences. Since then, last week, we have been, Yanis Varoufakis, who was mentioned here, has been to Barcelona to celebrate together with Ada Colau the anniversary of their big victory there, where Ada Colau said that Diem is the ambassador of Barcelona on the European level. And I think what we are trying to do is precisely to build this network of rebel cities, which is not only Barcelona, but something interesting is happening on the municipal level all around Europe. Last week, as Hillary knows very well, we have been to London,
where we published the London Declaration, which was signed by Caroline Lucas, by John McDonnell. By the way, John McDonnell, the shadow chancellor of the Labour Party, recently joined DiEM as well and supports DiEM. So what we are trying to do, as you can see, is to act on the European level, which doesn't mean that we don't take into consideration other movements which existed. We take into consideration the Stop TTIP Coalition, Blockupy, Alter Summit, European Social Forum, World Social Forum. But what we are trying to do is to learn from our defeats. And if there is a defeat, we should call it a defeat. And if there is a victory, we should call it a victory. And I think this is the only way to victory. So thanks a lot for being here. I hope for we will have a constructive discussion without or without coffee. Well, I think we're sufficiently stimulated not to need the coffee. So, Miguel. I had tea, I'm sorry. Miguel Urban, over to you. You're a leading member of Podemos, so you're going to be talking about an amazing experiment and assessing the possibilities at the end of June and the dangers that we face and you face and forms of solidarity we need to build. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. A mí siempre me gusta empezar con una frase de Oscar Wilde que decía que lo malo del socialismo es que se pierden muchas tardes. Algunos llevamos muchas tardes invertidas en esto de Podemos. Y sobre todo muchas tardes invertidas en intentar cambiar Europa. Y yo creo que, aunque tengamos que perder también alguna mañana, vamos a ponernos con ello. Yo creo que para intentar hacer un poco de, sobre la conferencia en la que estábamos, yo creo que es muy importante comprender los momentos políticos en los que nos encontramos. Yo creo que son momentos políticos no solo muy interesantes, sino muy importantes para el futuro de Europa y para el futuro de lo que entendemos de la Unión Europea. Y yo creo que tenemos que encuadrarnos justamente ahí. Yo creo que, evidentemente, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y yo creo que en el 2015 hemos sufrido duras derrotas. Hemos sufrido duras derrotas en donde hemos visto cómo las esperanzas han sido aplacadas con violencia. Y hay que hablar, yo creo que, con todos los términos y con todas las letras. Yo creo que las esperanzas del primer gobierno que verdaderamente tenía un programa que se enfrentaba tanto contra la austeridad como contra la autoridad como contra la xenofobia de la Unión Europea fue aplastado. Lo que vivimos en Grecia fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado en donde, como hemos visto, en el siglo XXI no hace falta tanques porque ya tienen bancos. Y yo creo que tienen uno muy poderoso, que es el Banco Central Europeo. Hemos visto cómo se ha reprimido con violencia una expresión de democracia. El referéndum de julio de Lohi fue una expresión de desobediencia a la Unión Europea y de democracia. Y fue aplastado como una forma de dar un aviso a navegantes. De dar un aviso a cualquier pueblo de Europa que plantee una alternativa a esta Unión Europea y a sus políticas sociales y económicas. Y hay que sacar lecciones. Yo creo que no podemos avanzar sin sacar lecciones. Yo creo que el primero es, con la troika no se negocia. Hemos visto que no han negociado. Han chantajeado a un gobierno legítimo. Han chantajeado a un pueblo. Hemos comprendido que ha habido un proceso de deslegitimación de las instituciones europeas tal y como las conocíamos. Hay que comprender que esta Unión Europea no es reformable. Y también, a la par, hay que comprender
que no puede haber ninguna salida nacional al proceso de la Unión Europea. Si nuestros problemas se llaman Unión Europea, nuestra solución es construir una Europa diferente. Y ese es el reto de la izquierda en estos momentos. Hemos visto cómo las políticas de austeridad y de la deuda no son cuestiones económicas. Son cuestiones de disciplinamiento fundamentalmente de los pueblos del sur de Europa. Y sin romper con esos chantajes no podremos hacer ninguna política en beneficio de la mayoría social. Pero no solo hemos visto un chantaje o un golpe de Estado, también hemos visto un crimen de lesa humanidad. Y eso ha sido el tratamiento a los refugiados en este año 2015 y lo que tenemos ahora mismo de 2016. Ha sido un crimen por parte de los diferentes gobiernos de la Unión Europea y también por parte de las propias instituciones europeas. Una forma de violencia descarnada contra los que justamente huían de la guerra o de la miseria. Pero mientras veíamos esa violencia, ese racismo y xenofobia institucional, hemos visto también la esperanza de cientos y cientos y cientos de activistas que estaban donde no estaban los estados, que estaban donde se les necesitaba. Esa es la esperanza de la posibilidad de construir una nueva Europa. La gente que estaba sosteniendo las fronteras, esa solidaridad. Pero nosotros tenemos un gran reto, que es construir, pasar de la solidaridad de la gente al derecho, a los derechos. Tenemos que convertir la solidaridad en derechos para todos y para todas. Porque el problema es que esta Unión Europea actualmente está generando autoritarismo, austeridad, racismo y xenofobia, que son el cóctel perfecto para el aumento de los monstruos en Europa, para el aumento de uno de los principales peligros con los que nos vamos a tener que enfrentar los demócratas y los antifascistas, que es la extrema derecha en Europa. Una extrema derecha a la cual no le podemos dar, ni muchísimo menos, el monopolio del rechazo a una Unión Europea antidemocrática y que solo podemos combatir justamente defendiendo una Europa diferente y ocupando cada espacio político para que no lo puedan ocupar ellos. Estamos ante una crisis brutal de la socialdemocracia en donde la extrema derecha está ocupando gran parte de ese espacio histórico porque nosotros no estamos siendo capaces de ocuparlo. Donde ha habido movilizaciones sociales, donde hemos visto el 15M, las ocupaciones de plazas, movimientos sindicales, movimientos alternativos, la extrema derecha no ha tenido espacio. Esa es la mejor vacuna, esa es la mejor vacuna que tiene la izquierda para combatir justamente esos monstruos en Europa. Y si hablamos de momentos interesantes, ¿qué decir de este junio que empezamos? Tenemos un junio donde estamos viendo tres elementos que van a ser centrales para la izquierda en Europa. El primero, Francia, la reforma laboral. Francia es el único país prácticamente que queda en Europa donde los planes de ajuste y reformas estructurales todavía no se han aplicado. O no se han aplicado como desde luego le gustaría a la Comisión Europea. Su resistencia es fundamental para el futuro de Europa. La combinación de un sindicalismo combativo con nuevas prácticas de acción colectiva en las plazas y en las calles. No podemos dejar solos y solas a las y los franceses en esa lucha. No podemos hacer lo que pasó con Grecia,
que combatieron solos y solas. Si queremos construir una Europa y una izquierda diferente, la batalla de Francia es nuestra batalla y hay que darla como tal. Yo ayer estaba apoyando tanto al meeting que hacía gente de Nuit Debout como de la CGT francesa para continuar y mantener esa lucha. De lo que pase en Francia, gran parte de nuestro futuro nos lo vamos a jugar ahí. El Brexit. También de lo que pase justamente en ese referéndum, la Unión Europea va a ir hacia un lado o hacia otro. Y yo creo que ninguna de las soluciones es buena. Ninguna. Ninguna. Y de hecho, la permanencia mediante pacto con Cameron también abre una puerta peligrosísima de reforma de la Unión Europea a beneficio de las o de las élites gobernantes en Europa, justamente con un tema crucial como es el tema de la movilidad y la circulación humana. Por último, que junio terminamos el 26J, terminamos con las elecciones en España. No nos dejéis votar solas. No. Ahí vamos a votar para qué Europa o qué Europa queremos construir. Hemos conseguido una cosa inaudita. La izquierda se ha juntado. Incluso algo más inaudito. Se ha juntado gente que no se considera de izquierdas. Algo aún más inaudito, inaudito, inaudito de lo inaudito. Gente que nunca había hecho política y que ha comprendido que solo organizándose y haciendo política era la forma de cambiar las cosas. No les pongamos etiquetas. Creo que lo que nos vamos a jugar en España no es solo propiedad de las y los españoles, es de todos y de todas las europeas. Nos podemos jugar o un gobierno que funcione con tres papeletas, PSOE, PP y Ciudadanos, y que sea un gobierno lacayo de la Troika. Rajoy le escribía una carta a Juncker hace 3 días diciendo que no se preocupara, que ellos si ganaban 10.000 millones de recortes. Hoy el Banco de España ha dicho que necesitamos una nueva reforma laboral aún más agresiva. Ese es su programa electoral. ¿Nos estamos jugando ese gobierno o un gobierno que diga ya basta? Ya basta. Y que se una a los movimientos y a las organizaciones que planteamos una salida diferente, que planteamos trabajar menos para trabajar todas, que planteamos una reconversión y un cambio de modelo productivo, que entendemos que el planeta es finito y que hacemos una transición ecológica o no tendremos futuro, o que comprendemos que incorporamos el feminismo a la política o no habrá futuro para la política. Nos estamos jugando eso, nos estamos jugando eso también el 26J. Y nos estamos jugando, sobre todo, qué hacer en Europa. Han salido Diem, ha salido Plan B, Alter Summit, Blockupy. Tenemos muchas cosas, sí. Pero hay una idea fundamental, que es que de esta no salimos solas. Que si solo no puedes, con amigos sí. Que tenemos que buscar en amigos, amigos en Europa para cambiarla. Eso está claro. No le pongamos nombres ni etiquetas. Vamos a buscar esos amigos, pero vamos a buscarlo sobre cosas concretas. Vamos a hablar de las ciudades del cambio. Vamos a hablar de una coordinación de ciudades refugio que se oponga justamente a la xenofobia de las instituciones europeas y demuestre que es posible construir una institución solidaria desde abajo y diferente, que conecte con las redes de activistas. Vamos a hablar de esas ciudades que han dicho no al TTIP, que han dicho que son libres de TTIP. Vamos a hablar justamente de esas experiencias que están permitiendo vislumbrar, no solo en los discursos, sino en las prácticas cotidianas,
que otra Europa no solo es posible, sino que sobre todo es imprescindible. Y como algunos somos un poquito mediterráneos, no solo nos gusta hablar de Europa, también nos gusta hablar del Mediterráneo. Y nos gusta hablar de que esas redes de refugio y de solidaridad las tenemos que tejer también con la otra orilla del Mediterráneo. Si no vamos realmente a la raíz del problema, nunca acabaremos con ellos. En 12 minutos no podemos hacer mucho más. Muchas gracias. Well, that was a great opening then to the discussion that we now must have, because I think it's clear there's a kind of common, remarkably common, well, not remarkable, but a common vision of a completely different Europe, as Katja said, a different operating system, so that reform isn't enough. We're talking about a radically different Europe, but one that is already being struggled for, is already being created, because many of our struggles are prefigurative as well as defensive. So I know that a lot of people have got points because of the last discussion was curtailed. So I've got a few questions that I'll keep in case there's silence. And I'd encourage the speakers also to pose questions to each other. But first, I'd like to open it to you to pose questions or to make comments. I think this should be more of a discussion, how to give deep, you know, to deepen the vision that's been presented here very impressively, but because of the restriction of 12 minutes, none of the speakers could go into the depth they wanted. So please, will you now fill it out? So Felipe, could you introduce yourselves, say something, both your name, but also yes, what's your Felipe involved? From Belgium, trade unionist and also a member of Alter the Meat Network. Thank you, all of you. I heard that we have to learn lessons from the Greek crisis, everybody says that. And also, you told currency was a weapon, no tanks but banks. And it's with the currency that ECB killed the Greek hopes. Okay, let's hope that tomorrow one European country may follow the path of the first Syriza government. No, do we have solutions for countries inside the Eurozone to be protected of the currency weapon? Because no country can survive 2 days without a currency. That's a very simple question. It may occur, let's hope, on June 26. Okay, I'll take a round of questions and then come back to each of you, if that's okay. So, Peter Vaughan. Ja, ich bin Afrikaner und beobachte die Diskussion um die Zukunft Europas mit einem postkolonialen internationalistischen Blick. Und da erheben sich auch gerade vor dem Hintergrund der europäischen Geschichte gegenüber uns Afrikanern einige interessante Fragen, die ich hier an das Podium stellen möchte. Internationalismus, der Begriff ist sehr häufig gefallen. Ich habe im Kopf, sozusagen Fragen eines lesenden Afrikaners, ich habe im Kopf in einer Urkunde, wo der Internationalismus begründet wurde, den Satz, Proletarier aller Länder vereinigt euch. Ich habe aber jetzt immer nur gehört, Proletarier der Eurozone vereinigt euch oder allenfalls Proletarier der EU28. Ich frage mich, wo bleibt in eurem Integrations- und Internationalismuskonzept der Rest der Welt? Wo bleiben wir Nordafrikaner? Wo bleiben wir Südafrikaner? Und so weiter und so fort. Das möchte ich an euch mal stellen, diese Frage. Ich habe den Eindruck, dass in der Sehnsucht, so etwas wie ein Europa zu konstituieren, ob das nun links, demokratisch, sozial oder was auch immer ist, die Sehnsucht ist nach einem Großstaat,
Staat nach einem Großgebilde, das vor allem gerade für die Deutschen so nahe liegt, weil sie natürlich, das ist ein zivilisatorischer Fortschritt, nicht mehr sagen dürfen, ich bin stolz, Deutscher zu sein, aber sie möchten dann sozusagen in einem größeren Kollektiv aufgehoben sein. Und wenn man sich die weltpolitische Lage heute ansieht, mit den Umbrüchen, dem Aufstieg der Schwellenländer, eines möglichen neuen Kalten Krieges und so weiter, da stellt sich natürlich auch die Frage, ob dieser Großstaat nicht auch dazu dienen soll, dann die Rolle, die europäische Kolonialmächte früher gespielt haben, jetzt wieder in noch größerem Maßstabe zu spielen. Dazu erhebt sich eine weitere Frage für mich, wenn ihr von Europa sprecht, und ich habe gerade den Kalten Krieg erwähnt, was ist das eigentlich für ein Territorium, wer gehört dazu? Gehört da Russland dazu? Geht das vom Ural bis zum Atlantik oder gehört das nicht dazu? Ist das nur die EU? Ja, ich weiß, Hillary, ja, aber ihr habt jetzt hier alle unisono viermal eure Position vertreten. Ja? Das sind alles Fragen, die Sie stellen. Und abschließend muss ich auch noch so ein kleines bisschen meine Enttäuschung als Afrikaner hier zum Ausdruck bringen, dass das Podium doch nicht so pluralistisch besetzt ist, wie die real sich ablaufende Diskussion darstellt in der Europäischen Linke und auch heute in unserer Konferenz. Das finde ich sehr bedauerlich. Okay, and I want to encourage some women, because the meeting's a little bit lopsided, but with, in favor of men. But if women, so there's a woman over there with a black top. And could people be very precise so that more comrades can speak? And then a woman there sí. With specs. Bueno, yo vengo de Madrid, de España, como Miguel, pero ahí estamos un poco liados con las elecciones, ya sabéis. Miguel ha comentado una cosa que es fundamental y yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? No es que sea importante, necesario y tal, es que ya no tenemos tiempo. O sea, es que es tan imprescindible como que ya no tenemos tiempo. A veces me preocupa un poco, porque incluso los ponentes, algunos de vosotros y vosotras, cuando habéis comentado, decir, tenemos que estudiar nuestros errores, ¿no? A veces, algunos de los errores que se han mencionado allí no son errores, son lo que nos están vendiendo medios de comunicación dirigidos por el propio capital, por los diferentes medios, como errores. Hay cosas, sabemos perfectamente lo que hacemos mal la izquierda cuando lo hacemos, creo que somos muy críticos habitualmente y somos muy sensibles a todo lo que hacemos mal, ¿no? Pero el problema es que acabamos de coger hasta el discurso de nuestros enemigos, el discurso que están vendiendo de nuestros enemigos. Y mencionamos como grandes errores Venezuela, que estoy de acuerdo personalmente desde la izquierda, pero no mencionamos como grandes errores Polonia, Hungría, no sé cuántos sitios más. Es decir, no, quizá lo primero es que cuando hablamos de errores vamos a asegurarnos de que son errores de la izquierda y vamos a asegurarnos de que la crítica nuestra permite avanzar y no permite destrozar a más pueblos. Es decir, eso como primer punto de encuentro. Y luego, una cosa que me llama la atención, llevo desde que he empezado lo del DIEN, pues manteniéndome en contacto con ello, con el conocimiento de ello, y le veo dos problemas. Uno, cuando el enemigo es global, y en este caso creo que lo tenemos todos claros, el enemigo es global, evidentemente la lucha tiene que ser global. La lucha, la coordinación, con los mejores métodos. No podemos seguir tan afincados, quizá el 10-25 lo bueno que tiene, es que es la oportunidad mágica para que desde lo local que tenemos cada uno, logremos trascender a una ideología global que nos permita una lucha permanente desde lo global, en lo que tenemos en común y no lo que tenemos en separaciones. Partimos de una historia, ahora lo estamos viviendo en España, quizás la confluencia, que sabéis qué es, Izquierda Unida, Podemos y eso, ahí lo estamos viviendo en pequeña escala, pero da igual, lo viviríamos ahí en esa mesa que estáis sentados, lo viviríamos en gran escala. Partimos de culturas políticas muy distintas, de ideologías políticas que dentro de la izquierda tienen un margen muy amplio de izquierda, no izquierda y con unas visiones bastante críticas. Pero ya eso nos da igual. Si es que el problema es que si la extrema derecha está donde está y estamos nosotros donde estamos, no podemos seguir con esas diferencias y sí buscar una cultura política por un lado. Y la otra cosa que le veo problema a día en 25 es cómo estructurar el que eso se encardine en la gente, en círculos de gente, en zonas territoriales, en bases.
porque si no nos quedamos en un discurso bastante aristocrático, bastante de por encima de las clases más elevadas o más pudientes que pueden venir a Berlín a una reunión, pero muy diferente, muy alejado de lo que te mueves en los barrios. Yo provengo de organizaciones ecologistas de Rivas, Madrid y tal, y de Marea Verde, de la enseñanza. Organizamos eso en torno a una idea base que nos confluya a todos o lo llevamos fatal. Y una idea sencilla, Una idea sencilla porque tenemos que llegar, la extrema derecha gana porque sus ideas son muy sencillas, fáciles y atentas y tocan lo peor de la persona, pero que es perfectamente comprensible. A lo mejor la izquierda, nuestro gran error es que deberíamos conseguir algo sencillo en lo complejo, Hello, I'm Miriam van der Stichle. I was just wondering if we shouldn't speak much more about the violence of the financial markets, of the banks. You know, for me, the Troika are just the puppets to keep up these global financial markets and this global corporate capture. So I think that's where we have to kind of really target where the power is, you know, from the political power to the economic power. And I would say then in response, probably we would have to say not austerity for the people, but austerity for this financial corporate world. We want to keep movement of people, but we don't want movement of capital. If you say labor reform, we say no, we want corporate reform. So I think there's some kind of power that we really have to tackle, which is this capitalist beast that has been triggering the whole crisis. I didn't understand it. I follow. She said me. Aspenwald. Sie. Ja? Ja, ja, das, aber sie, wer? Sie hat... Ich weiß nicht. I don't... I can't decide. So then the lady decides. Back there, so... But sie hat gewählt. There was another lady there, so she was really... So let me start then, before they stop me. Huh? I'm Aspen Wahl from Norway. I'm a trade unionist, also a member of the Alta Summit. I think we all of us agree quite a lot on what kind of European Union we have got. And it has been said very strongly from the panel tonight also. My Spanish friend said that the European Union cannot be reformed. At least not from inside. I agree with that fully, because they have constructed an institution which is impossible to change, to reform, with the use of ordinary democratic measures. On the other hand, he also said, but we need another Europe. And then we face a problem, because there is a problem of transformation. How do we move from the current situation of a European Union, which cannot be reformed, into another internationalist, solidary Europe? Because we have to have some ideas about that. It's not only to want another Europe, we have to know how to get from this unreformable European Union into another situation. And then a number of questions is being raised, must be raised, because how do we weaken, how do we get rid of the current European Union? Can it happen in overnight with massive mobilization across all Europe in order to get rid of them? Or do we have to have some steps that we think of? And then, of course, we come into the question, and it was raised very well by a representative from Portugal earlier today, who said that if we have a government with anti-austerity policy, and we are stopped from implementing that because it is not legal to do that within the framework of the European Union, what do we do then?
Do we give up our program, or do we get rid of the rules, which means either to exit the euro or to exit the European Union? I see that as a necessary tool that we have to discuss. I know that a lot of people say that to exit is the same as to support the far right and so on, and nationalism. I don't think so, but that is necessary. I think that there is another way of doing this. It's a question of how you frame the whole thing. You can have a break with parts of institutional European Union with an internationalist and solidarity perspective. And that is quite something else than a nationalism going back to the nation state. So I really want you to address these questions, whether you think it is possible to use also exit as a tool for your fight against getting rid of the unreformable European Union. Thank you. Okay, thanks. So now I'll ask the speakers to come back on the issues they want to come back. Don't feel you've got to come back on everything. So do you want to start, Katja, and then go down? Yeah. Okay. Peter Wahl hat die Frage nach Afrika, stellvertretend, glaube ich, auch für andere Kontinente aufgeworfen. Nun kann ich anders als du nicht behaupten, authentisch über die Fragen, die sich Menschen in Afrika stellen, berichten, sagen. Aber ich möchte mit Bezug auf DiEM25 eine Geschichte eines anderen Netzwerkes erzählen, nämlich eines Netzwerkes mit dem Namen Bien. Dieses Netzwerk ist vor vielen Jahren gegründet worden. Es hieß damals Basic Income European Network, also ein europäisches Netzwerk, um die Idee des Grundeinkommens voranzubringen. Als diese Idee das erste Mal so bekannt gemacht wurde und diskutiert wurde, hatten viele den Verdacht, das ist ja nur eine Idee von typisch Intellektuellen in der westlichen Welt. Dann hat aber diese Idee gerade auch Menschen in Lateinamerika und in afrikanischen Ländern begeistert, dort zu spannenden Projekten und zumindest Modellprojekten geführt. Und es haben sich nach und nach in anderen Kontinenten auch Netzwerke gebildet. Und jetzt will ich gar nicht die Debatte ums Grundeinkommen, sondern mir geht es um die Organisationsgeschichte, weil wir haben da eine Kontroverse, damit das alle wissen. Aber die Organisationsgeschichte führte dazu, dass überall es Freunde und gab, die von dieser Idee begeistert waren. Und es dauerte gar nicht lange, da hat sich Bien umbenannt. Aus dem Basic Income European Network wurde dann ein Basic Income Earth Network und inzwischen muss man sagen, gibt es eher, also die Hauptstädte dieser Bewegung liegen fast eher in Asien oder in Lateinamerika. Und ich finde, wenn sich sozusagen, also ich persönlich finde, und das ist auch nicht mein Politikverständnis, ich kann nicht paternalistisch für andere Kontinente eine linke Bewegung simulieren und halte das auch für falsch. Aber sagen, was wir aber tun können, ist natürlich mit unseren Ressourcen zu schauen, wo man was unterstützen kann. Und ich weiß, dass die Luxemburg-Stiftung da an einigen Sachen dran ist und auch wirklich tolle Sachen wie unabhängige Radios unterstützt. Und wenn sich jetzt sozusagen in vielen anderen Kontinenten auch Bewegungen wie Diem gründen, finde ich, spricht nichts dagegen, Diem irgendwann umzubenennen, statt Democracy in Europe Movement daraus ein Democracy in the Earth Movement draus zu machen, das ist ja durchaus möglich. Dann ist die Frage nach der Währung gestellt worden. Ich tue mich schwer damit, die Frage nach Währung loszukoppeln von der Frage von politischen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. Dass die Erpressung dieser Coup im letzten Sommer so gegriffen hat, hat doch auch was mit Mehrheitsverhältnissen in der Eurogruppe zu tun. Also man müsste sich nur mal vorstellen, nicht Merkel und Schäuble hätten den Ton angegeben, sondern wir in der Eurogruppe. Und Griechenland wäre nicht eins gegen alle anderen gestanden, sondern da hätten deutlich andere gestanden. Man müsste sich mal vorstellen, die Sozialdemokratie in Europa wäre kein Totalausfall gewesen. Ich weiß, es ist schwer vorstellbar angesichts deren Auftreten gegenwärtig, aber einfach mal zum Vorstellen. Dann hätte man die Währung womöglich nicht als ein solches Erpressungsinstrument nutzen können. Kurzum, das ist jetzt kein, nicht, dass ich falsch verstanden werde, das ist jetzt kein leidenschaftliches Plädoyer für den Euro. Ich finde nur, Währungsfragen sind wirklich eher Fragen, wo Fachleute sich dran streiten, nur bedingt mobilisierungsfähig für breite Bewegungen. Ich
plädiere dafür, dass man zur Währung kein libidinöses Verhältnis einnimmt, weder wenn es um die Rückkehr zur nationalen Währung geht, noch wenn es um den Euro als Währung geht, sondern einfach deutlich machen, dass Währungsfragen sind nicht das, woran sich entscheidet, welchen Weg dieses Europa einschlagen wird, sondern lasst uns lieber deutlich machen, welche Richtung diese EU gehen soll und für welche politischen Mehrheiten wir streiten. I'll address two specific questions posed about Diem. One is the question which the both of you share, the gentleman from Africa, how you call yourself, which is a big continent, as we know, and the lady from Europe, from Spain. This is the first question about internationalism, and the second question which you posed about how to translate this struggle to the municipal grassroots level. So let me start with the first one. I think everyone here at this table and in this room is very well aware that the European problems are not only European problems, but a part of global problems. If you are working in a movement, such as Diem, for instance, after Volksbühne, we got 25,000 members. Most of them are, 80% of them are active members, volunteers, in all member states, but not only member states, but also countries such as Serbia, about which no one is speaking in this room. I mean, you are complaining that we are not speaking about Austria. I could complain that 1 week ago you had a huge protest in Belgrade with 50,000 people, and no one is speaking about the geopolitical interests of the United Arab Emirates, Russia and China, and what is happening in Serbia at the moment, and not to mention the complete lackness of transparency in the negotiations with the European Union. So I think we should also speak about the east of the Europe. There is a periphery inside of the European Union, and it's not only in Africa. But where I agree with you, yes, we need an international movement which would go beyond Europe, but I think we should work where we can be the most efficient. If it's the municipal level in Barcelona, if this experiment succeeds, it will also help the people in Africa. If you remember the Porto Alegre experience, the participatory budgeting, it was a successful story to some degree pretty recently as well in Brazil, but then it transformed and transferred also to Portugal and to other countries in Europe. So I think this is internationalism. I think the true question shouldn't be what you said, but the true question should be, I'm sorry to return to our defeats. The World Social Forum was a huge victory for the left. And there are several reasons why this process and why this biggest anti-global or global gathering is not so successful anymore. I don't want to go into that. But I think most of us could agree that we still, especially today, miss something which would be similar to the World Social Forum. Now the next World Social Forum is happening, I don't know if anyone knows, in Montreal, which is good, but no one knows about it. That's the problem. The last one happened in Tunisia, and so on. And I think what we are trying to do with Diem is, of course, not to try to build a new World Social Forum, but on a European level to provide a platform for political parties, for trade unions, for movements such as Blockupy, not to be in any kind of competition with any political party or movement or trade union, but actually to provide a common terrain. And that's what we are trying to do. If we achieve that in Europe, I think we can achieve it also in the Mediterranean and globally. Because what I said pretty clearly is that the refugee crisis is not a European problem. You cannot solve the refugee crisis in Europe, you cannot solve terrorism in Europe, you must solve the geopolitical crisis in Syria. As we speak, a new intervention is being prepared to Libya. Just check WikiLeaks and something called Operation Sophia. It's very interesting, and I think it's just about to happen. While we talk about different things, a new intervention. Second question, very short, it was the question of how to translate this to the municipal level. What we are trying to do with Diem is we were faced with a big dilemma after Berlin and after this huge amount of members who joined Diem in only several weeks. 25,000 members in only 1 or 2 weeks, it's a big number, you would agree. And we had a dilemma, what do you do with these numbers? What do you do with these people? How do you integrate them? How do they become active? And we invented something which is not an invention, it was influenced by the Scottish Enlightenment idea of the spontaneous order, self-management to some degree if you want, and also swarm intelligence or swarm theory. We invented a term which is called spontaneous collectives, so we gave a possibility to all these groups to self-organize. And it started on the municipal level in Austria, not only in Vienna, but also in other cities such as Salzburg, such as cities in Germany from Düsseldorf to Hamburg. But this is not all. What we are trying to do is, we still don't have an answer to this because it's a complex
question of organizational models. I think the biggest dilemma for all of us here is precisely how to finally, since we are in Germany, I will use this word, to achieve a dialectics between horizontality and verticality. And we at DiEM are still fighting with that, and we are still trying to do that, which doesn't mean that we don't take into consideration the municipal level. I think without the local struggle, there is no international struggle as well, to answer the first question. Yo me he intentado ceñir sobre todo al título de la charla, que era sobre Europa, aunque creo que evidentemente al final, en el tema yo creo que de las alternativas, por lo menos para nosotros, incorporar al arco del conjunto del Mediterráneo es fundamental. O sea, nosotros no podemos hablar de un proceso internacionalista sin contemplar las dos orillas del Mediterráneo, ¿no? Comprender que además un mar al que estamos convirtiendo en la mayor fosa común del mundo. Yo creo que tampoco es, no podemos cambiar Europa sin hablar de nuestras relaciones de dominación neocolonial, sin hablar de nuestros tratados comerciales, que son una nueva forma de colonialismo. No podemos hablar tampoco de transformar Europa sin hablar que muchas de estas relaciones comerciales, de estos tratados, lo que están generando normalmente es los movimientos migratorios que luego estamos viendo que llegan a Europa, ¿no? Es verdaderamente curioso. Los mismos que cierran fronteras son los que propician que la mayoría tenga que huir de sus casas por la miseria o por las bombas, ¿no? Yo creo que eso llama la atención y hace como un círculo virtuoso de indignación general, y que no podemos hablar simplemente de dar salidas o respuestas o alternativas coyunturales sin hablar también de elementos estructurales, y ahí nuestras relaciones comerciales y neocoloniales son fundamentales. Cuando yo he hablado de romper con la Unión Europea, yo es que parto de la idea de que la Unión Europea tal y como la conocemos no es reformable. Y yo hablo de una ruptura democrática con la Unión Europea, lo cual no tiene ni una pizca de euroescepticismo, ni una pizca de repliegue identitario o nacional. Creo que ahora los mayores generadores de euroescepticismo se llama Unión Europea. Yo creo que es un elemento para mí fundamental. O sea, la propia estructura actual de la Unión Europea, lo que está generando, lo que está creando, son los mismos monstruos contra los que teóricamente nació, contra los que ese antifascismo democrático creyó en la generación de un proyecto europeo. Con lo cual, por Dios, que la Unión Europea no mancille la palabra de Europa, la palabra democracia y la palabra internacionalismo. Por último, sobre un elemento que a mí, el tema del euro y el tema de la organización, que yo creo que son dos cosas que me parecen importantes. Para mí, el euro no es el problema. Para mí, el euro es un síntoma de los problemas que tenemos ahora mismo. Y yo creo que hay que abordarlo de estas características. A mí me llama también la atención alguna gente que dice, no, volvamos a la soberanía monetaria. Yo con la peseta no tenía soberanía monetaria. Claro. O sea, también porque ¿cuándo los pueblos hemos tenido soberanía monetaria? Yo lo digo porque también a veces hacemos reduccionismos que nos llevan a debates bastante a paredes. Hablemos de cómo podemos democratizar la economía, de cómo podemos democratizar la propia divisas, monedas y demás, de cómo recuperamos soberanía popular y no soberanía nacional, de cómo podemos construir también una nueva institucionalidad desde abajo. ¿Cómo construimos una institucionalidad
desde las plazas a los ayuntamientos, a movimientos transnacionales europeos. Yo creo que ese es uno de los principales debates. No podemos acabar con una institución si no tenemos otra institución a la que oponerla. Y para acabar con ella hay que hablar de desobediencia civil a la ilegalidad que supone actualmente la Unión Europea. Termino con dos cosas rápidas. Hoy mismo se ha presentado en Bruselas el informe, bueno, el resumen ejecutivo del informe del relator de derechos humanos que ha visitado Grecia para estudiar cómo el impacto de los memorándums, en especial el tercero, ha afectado a los derechos humanos en Grecia y en el sur de Europa, cómo las políticas de austeridad han afectado a los derechos humanos. Sus conclusiones son devastadoras. Sus conclusiones es que la Unión Europea ha vulnerado toda legalidad internacional en relación al respeto de los derechos humanos. Y lo ha hecho sabiendo que lo estaba vulnerando. Y lo ha hecho, además, comprendiendo que su proyecto político actual va directamente relacionado con la vulneración de los derechos humanos de la mayoría de las poblaciones actuales en Europa. Recomiendo que todo el mundo le pueda echar un vistazo. Y sobre la organización. Alguna gente te dice, claro, cuando vienes de Podemos y alguna gente te dice, bueno, ¿cómo lo hicisteis? ¿No? Como si fuera una especie de receta mágica, ¿no? O sea, coges un poquito de aquí, coges un poquito de acá, lo mezclas, mueves, te lo bebes y al día siguiente ya Podemos. No, no. Podemos, lo primero, lo creó la gente. Podemos no se puede entender si los procesos de movilización disruptiva que supusieron las mareas, el 15M y en cierta medida una resistencia antagónica a los procesos de austeridad en Europa aplicados en España. Pero Podemos, en cierta medida, para mí el elemento central era que la gente comprendió que no había que pedir permiso a nadie para hacer política. No había que pedir permiso a nadie para ser de Podemos. Cuando presentamos Podemos, lo presentamos en una ciudad, en Zaragoza. Yo era el responsable de organización de Podemos en ese momento. El responsable estatal. Todavía no existía ni Podemos. Era la primera presentación. Y vino un señor y me preguntó, ¿tú eres de Podemos, Zaragoza? Una hora y media antes del acto. Y hostia, ¿cómo le explico a este señor que Podemos no existe? Claro, es difícil. Que Podemos está recogiendo firmas para saber si existe, para saber si a la gente cree que es un instrumento válido para cambiar nuestra realidad. Y yo le dije, hostia, esto es muy complicado y tengo que hacer muchas cosas. Es más sencillo decir, no, disculpa, yo soy de Madrid. Entonces, el señor se me acercó y me dijo, encantado. Yo soy de Podemos Calatayud, que es un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza. Si el responsable de organización de Podemos no se atrevía a decir que existía Podemos y un señor de un pueblo de menos de 5.000 habitantes decía que era de Podemos Calatayud, es que algo había cambiado. Y era que nadie iba a pedir permiso para ser de Podemos. Eso es lo que tenemos que conseguir justamente aquí. Que nadie pida permiso para cambiar Europa. Nadie. Y que lo hagan. No porque lo digamos. Gracias. Ja, wie ihr merkt, also ich schmeiß alles rum. Und ich kann euch sagen, warum. Also in den Jahren davor, als ich hier war, war ich wirklich sehr froh und sehr auch stolz, Grieche zu sein und Syriza zu sein. Heute wäre ich wirklich froh, Podemos zu sein, Spanier zu sein oder vielleicht nicht Syriza oder Diem zu sein. Die Genossen aus Spanien hat einen ganz wichtigen Punkt reingebracht. Parameter der Zeit.
Während wir hier wirklich diskutieren, wie wir unsere Zukunft vorstellen, die anderen machen ihren Job weiter. Es fällt uns in unserer Diskussion wirklich, wie schaffen wir Mehrheit zu werden. Diskutieren wir endlich einmal, wie können wir mit allen diesen Ideen, die wir hier in der Diskussion aufbringen, auch in den letzten Jahrzehnten, diese Diskussion war ständig offen bei den Linken, wie können wir mehrheitlich werden? Wenn wir nicht Mehrheit sein können, dann können wir jahrzehntelang wieder hier sein, weiter diskutieren, wenn uns hier Rosa Luxemburg einladet und beherbergt. Aber die anderen werden auch ständig ihren Job weitermachen. Ideen gibt es wirklich viele. Die Gewerkschaften haben Ideen, ich lese ständig, Genosse Lendorf ist da, Europa verändern oder Europa anders machen. Also es gibt gewerkschaftliche Initiativen, es gibt Initiativen von Parteien, es gibt Initiativen von Bewegungen und so weiter. Wie schaffen wir das, alle diese Initiativen sie zu addieren und einmal mehrheitlich werden? Wieso schaffen wir das nicht? Und wieso machen wir heute noch dieselbe Diskussion? Katja hat das zum Glück ein bisschen angesprochen, die Kräfteverhältnisse. Wenn sich die Kräfteverhältnisse nicht ändern, und wenn die Kräfteverhältnisse sich hier nicht ändern, nicht in Spanien oder in Griechenland, sondern in Deutschland, wenn sie nicht hier ändern, da kann Podemos mit der Linke in die Wahlen am 26. gewinnen, da können wir aus Griechenland die neue Hoffnung Europas unterstützen, da können wir selber auch wieder mithoffen und mitmachen. Ja. Aber Gabriel und Merkel werden weiterhin sagen, okay, super, aber die Schulaufgabe muss gemacht werden. Also, versuchen wir, den Weg zu finden, insgesamt die Verhältnisse zu ändern. Ideen gibt es viele, nicht nur, wie wir unser Europa sozusagen uns vorstellen, Katja hat das auch wirklich gut beschrieben, organisatorische Ideen gibt es auch, sehr viele. Es ist nicht nur die klassische Organisationsform von einer linken Partei, es ist auch die Idee von Diem schon vorhanden. Trotz allem aber sind wir hier ein paar hundert Leute. Die anderen hier in Berlin, die machen ihren Abend normal weiter. Wenn wir nicht es schaffen, den Zugang zu diesen Menschen, die weiterhin ihr Abend normal heute verbringen, da können wir tolle Ideen hier aufbringen, aber wir haben wenig Chancen. Und das ist die Erfahrung von Griechenland und das ist die Erfahrung von Syriza. Und ich werde hier der Letzte sein, obwohl ich noch Syriza-Mitglied bin, sogar im Vorstand, dass ich sozusagen all das, was die Syriza-Regierung bis jetzt gemacht hat, applaudiere oder sozusagen gut finde. Nein, aber die Erfahrung ist eindeutig. Wenn wir mit den Gleichen, nicht einmal mit den Gleichen, weil das, was der Genosse Urban sagt, haben wir vor ein paar Jahren auch genauso euphorisch gesagt. Aber Europa hat sich in den letzten Jahren geändert, in die gegenseitige Richtung. Die Verhältnisse sind schlechter geworden für uns Linken, egal welcher Ausrichtung, egal welcher Auffassung. Die Rechten, die Neoliberalen, auch mit der Unterstützung der Neofaschisten, haben sie ja gestärkt. Das, was wir in Österreich erleben, ist das ein Zeichen, dass wir noch mehr in die Offensive gegangen sind, in die Defensive gegangen sind. Also, und noch etwas zu Syriza. Es ist sehr interessant zu beobachten in der Diskussion hier auch unter uns Linken, wie schnell wir von einem guten oder ehemaligen guten Beispiel zum nächsten laufen. Das haben wir immer in unserer Geschichte gemacht, wir Linke. Weil ja, uns die Zeit davonläuft. Wir wollen schnell zu einem großen Erfolg kommen. Dieser große Erfolg kann aber wirklich meiner Ansicht nach kommen, wenn wir gemeinsam versuchen, sozusagen den gemeinsamen Weg zu finden. Wenn wir es geschafft haben, dann wird es wirklich leicht sein, dass wir
unter einige Ideen einigen. Das heißt, wir wollen, wie soll unser Europa aussehen? Ist Europa nur das heutige EU oder das gesamte Europa, Internationalismus hin oder Internationalismus her? Also, Erfahrung ist genug vorhanden. Potenzial ist auch genug vorhanden. Auch hier in Mitteleuropa, auch hier in Deutschland ist genug linkes, fortschrittliches Potenzial vorhanden. Die Linke hier muss auch ihren Weg finden zu diesem Potenzial. Ich von außen könnte wirklich leicht sprechen und hier Ideen sagen. Okay, stellt sie ja mal die Machtfrage, habe ich öfters hier in dem Saal gesagt. Stellt ja mal die Machtfrage, ihr als die Linke hier. Wir wollen regieren. Wir wollen, dass Merkel und Schäuble wegkommt. Wir sind die Alternative zu dieser Politik. Ja, ich kann leicht sprechen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ja, das ist schön, aber ich weiß, wie kompliziert das ist. Weil jeder spürt auch die Verantwortung, was das heißt. Und wenn das nicht aufgeht, okay, in Griechenland ist das vielleicht aufgegangen, nicht weil wir sozusagen es besser gemacht haben, weil das Land eine riesige Krise erlebt hat. Diese Krise gibt es in Deutschland nicht. Hier haben wir fast Vollbeschäftigung. Also wie kann dann eine linke Partei hier sozusagen die Machtfrage stellen? Solange sie aber nicht die Machtfrage stellt, haben wir Linken, Griechenland, Spanien oder woanders auch weniger Chancen. Für mich ist nochmal die Hauptaufgabe, dass wir uns den gemeinsamen Weg erarbeiten und nicht, dass jeder von sich spricht und seinen eigenen Weg als den besten Weg darstellt. No, so I'm just saying there's still a lot of unanswered questions and there are also more questions. We've got the room and the translators, if they're okay, until 10:30, so that's another 20 minutes or so. But do you have the energy? Are you okay? Should we go on? No. Should we go on? I have a question. Okay. Okay, well. Okay, so there's a comrade there, a woman there with orange dress, and then a guy here with a green striped shirt. Sorry for my descriptions. Thank you. I could just say a beautiful man. A beautiful. I have a short question to Katya. She made a brief remark about that countries who refuse to take refugees should be fined or pay money to. Can you repeat it for Katya? She didn't hear it. You made a remark that the countries who refuse to take refugees, they should be fined or things like that. I'm not really into the context of this quote about like distributing refugees and migrants in Europe, but I have a suspect, and you can like comment that it's not true, but still that these are most new European countries who refuse to take refugees. If not, then my question disappears automatically, but if yes, I have a question like that. Do you imagine who will charge them and who will pay this money in terms like who will charge them in, core periphery relations, and who will pay that money in terms of class relations inside that society? Well, it won't be surely the elite of the society. And do you understand if the situation, as I understood it, what would it have the impact for that society in terms of right-wing movement and giving argument for the right-wing movement to be stronger in that society? Thank you. I think he should finally get it. Yeah, the guy with the striped green shirt. Which one? No, I think he's waiting for a question, really. Okay, so the one next to you, that one, yeah. Bitte
took a while, so thank you. Two very brief questions. I'm Florin Poenaru from Critic Attack from Romania. The first question relates a little bit to this issue that you brought up, mainly the idea of better organization and organizing better in different groups of the left at national and European level. But my question would be a little bit different, whether, and I'm curious what you think, isn't there also a problem of identifying the correct political situation, making the proper analysis of what's happening today in Europe and in various European countries? Because I heard many of the panelists earlier and also today during the panels that people keep talking about neoliberalism still and austerity and so on. But for example, neoliberalism now it's being criticized even by the IMF. I mean, officially it's being criticized by the IMF. To what extent is this still a legitimate category? To what extent is still useful? Same with austerity. I mean, if you look closely, between 2004 and 2014, the expenditure of the governments in Europe, both EU 28 and Eurozone, increased. They didn't decrease, they increased. Look at the figure. It sounds completely crazy, but this decade, government expenditure increased. Of course, you had austerity for the poor, you had austerity for some poorer countries in the south, but all in all, you have a particular configuration that I think the left and the type of analysis we have at the left is not really grasping. And I'm saying this, it's important because it's not some sort of, you know, theoretical exercise, but these kind of processes, whatever we call it, neoliberalism, austerity, and so on, they have particular class effects in those societies. And in order, like you mentioned earlier, to mobilize these class segments, you really need proper analysis to understand what is going on. So this was the first question. Do we really need some more proper understanding? I mean, this extreme center ideas or, I don't know, party of order and so on, which are very catchy titles and very catchy concepts, they might be very weak analytically if we actually apply to what's happening in Europe right now. And second part of my question, very brief as well, don't you think also it's a problem of left today, one of the biggest problems that we have from time to time, and now even shorter periods of time, very brief champions. We championed Syriza for half a year, that was the hope of the left in Europe. Then Podemos came, now it's a little bit, the hype is cooled down a little bit. We heard today Portugal, oh my God, this is the next step, we should cheer for them because they are definitely the new thing. Now we hear, no, wait a little bit, France is the next step because what's happening in Paris and so on. But if you ask some British friends, they will say, Corbyn, wait a little bit and see what's happening. And you know, to finish with the old joke, we have this hopes all the time, but Germany wins this old soccer game that Germany always win, despite the hopes. Thank you. Yorgos, I'm going to organize the fan club of you in Germany. I'm a very big fan of you. And I'm going to stand close to you just to show a political support. Voy a hablar en español, es posible. Mi nombre es Pedro Aranda, soy miembro de Podemos también. Y quiero estar cerca de los compañeros griegos porque si es duro que el sistema, que el neoliberalismo, que la banca europea ataque a los compañeros en Grecia, es más duro que la izquierda también les ataque con toda su fuerza. Eso para mí es humillante en lo que hemos visto en los otros últimos años. Están resistiendo contra los tanques, contra un ejército grandísimo. Cambio de tema. Creo que una de las cosas que han ayudado a que en España y a que en Grecia no haya movimientos fascistas fuertes es que había una alternativa. La alternativa tenía dos puntos. Uno es la lucha contra el neoliberalismo, la lucha por el socialismo, por lo social. Otra era la lucha por la soberanía. En Grecia, los compañeros han realizado una lucha por la soberanía nacional. Y cuando la izquierda tiene miedo de hablar de la soberanía nacional, está suicidándose. En el norte de Europa, la izquierda tiene miedo de hablar de soberanía. Y por eso la extrema derecha gana apoyo en los barrios donde hay grandes edificios con personas trabajadoras que tienen miedo de la globalización y del capitalismo agresivo. En España, Podemos también tuvo esta cosa clara desde el principio. En Podemos decimos claramente, somos patriotas. Y los patriotas son las personas que se levantan a trabajar temprano. Los patriotas son la gente,
no los políticos corruptos y los banqueros mafiosos. Y eso es lo que hace que en España no haya una extrema derecha. Por supuesto, como dice Miguel, los movimientos sociales, sin duda alguna. Si los movimientos en la calle, pues también tendrían espacio. Pero esa parte del discurso no se ve en Alemania, por ejemplo. Si en Alemania la izquierda no tuviera miedo de romper con el pasado, si en Alemania no hubiera tantos tabús, por ejemplo, pues posiblemente la alternativa fue a Deutschland, la extrema derecha en Alemania, no sería tan fuerte. Yo creo que tenemos en los próximos años una situación muy peligrosa, y es en el sur de Europa, en el sur de Europa tenemos mucha organización y mucho capital político. En el norte de Europa la izquierda está muy débil. Posiblemente la izquierda en el norte de Europa, posiblemente en Alemania, tenga que hacer un debate estratégico con valentía, sin miedo, destruyendo sus propios tabús, para ver cómo puede crear un movimiento popular y no solamente una élite de activistas. Porque los activistas son muy importantes, pero necesitamos movimientos populares de masas, como en Latinoamérica se vio, como en España, como en Grecia. El pueblo unido y no solamente los académicos. Gracias. This will have to be the last contribution, because we've got to be out and the translators need to go at 10:30. Okay. Yeah, thanks. Sister. I'm Maria Ivancheva. I'm from Bulgaria. Unlike the other comrades from Eastern Europe, I wouldn't start with a joke. Like, that's a very manly thing to start. And I'm thinking that there are these kind of tokens that we assume on the left, and I'm kind of surprised that we're sitting here and there is a rostrum and we're responding and they're responding and there is no kind of equality in the debate. And it seems it's time that starts, no? That this kind of conjuncture also among us is changed, because otherwise there's no way that we're gonna break this, hierarchy also within the left. The comrade before me just spoke of Europe as if it's north and south, and I'm interested to see where Eastern Europe comes in that, because it's there. You know, it's a lot of countries, and a lot of the workers from these countries, because of neoliberalism that happened or whatever, you know, IMF deals, international bilateral agreements and so forth, a lot of workers from these countries are now workers in your southern and northern countries. They are workers in unions, in countries where unions don't consider them as workers because they only deal with their own white, local working class. And the problem is that then we are told from these countries, and I think I'm reiterating now the question of Oksana from Ukraine, that we are asked in these countries where there is no industrial basis, where all the agriculture was totally destroyed without no solidarity shown from the Western left in the 1990s, that we accept people and, you know, give them new hopes. There's no hope for our own population where we come from. And that is a process of more than 20 years, which our own elites and our own people bear certain responsibility of, but it is also the responsibility of everybody else. And I think there is a necessity to start discussing Europe in its own terms. And what I listened to today, and I've been trying to speak to friends back home, or, you know, in Ireland where I live, or elsewhere in the Balkans, and they're like, how is the conference? How is the conference? And honestly, I feel like I'm in a career fair, as if universities send their, you know, staff members and they show us the best practices from around. And we're in such a deep crisis. It's time to really stop this, you know, showing off and speaking of excellent examples and discussing like the real predicament of Europe and the real predicament of a totally unjust world in which Europe is a kind of rich club, more and more, want it or not. Thank you. Okay, I'll ask the speakers to, we have to be quite brief, to just come back where they want and to sort of end there. Should I start again or anybody else? Maybe, Jorgos, would you start this time? Or maybe somebody, if somebody else is on Katja. The edge. Okay. Katja. Zu Hause hier. Ja, es gab eine Frage, wie die Fluchtumlage, die ich angesprochen habe, genau aussehen sollen. Jetzt bin ich aufgefordert worden, kurz zu sprechen, also ich kann es wieder nur skizzieren. Die Idee ist entstanden, weil wir analysiert haben, wie ist denn gegenwärtig der Mechanismus innerhalb der EU. Gegenwärtig ist die Situation so,
dass die Länder, die entweder ein besonders rabiates Grenzregime haben oder von denen man weiß, dass dort Menschenrechte besonders stark mit Füßen getreten werden, dass die halt kaum bis null Refugees oder Geflüchtete aufnehmen und dann immer sagen können, ja, uns fallen keine Kosten an. Und es gibt also sozusagen einen negativen Dominoeffekt. Wenn ein Land die Grenze zumacht, sozusagen kommt danach das nächste Land und das setzt sich fort. Und ich fand, man muss diesen Mechanismus durchbrechen. Und nur wäre es schön, wenn es sozusagen gelänge, das allein durch Verhandeln und durch Appellieren hinzubekommen. Und sagt, naja, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, positive Anreize zu setzen. Und sagt, die europäische Ebene sollte einfach einen Kredit aufnehmen und diesen Kredit verwenden für ein Investitionsprogramm in sozialökologischen Umbau. Schienen, Straßen, erneuerbare Energien, Anlagen etc. an Schulen. Und diesen Investitionsprogramm besonders in den Ländern zu starten, die sagen, ja, wir nehmen deutlich mehr Geflüchtete auf, als wir müssten. Um zu sagen, bevor man, und wie soll das finanziert werden, da gäbe es die Möglichkeit, dass man sagt, europaweit führen wir eine Millionärsabgabe ein. Und die Idee dahinter war zu sagen, es gibt ja Leute, die haben an den Krisen, die haben an der Art, wie unser Welthandel funktioniert, ist profitiert, die haben Millionen und Milliarden anhäufen können, und die bitten wir jetzt zur Kasse, weil letztlich sind die Geflüchteten, die ankommen, ja auch nur die Boten von Ausbeutung und einer imperialen Außenpolitik, von der andere profitiert haben. Das ist die Idee in aller Kürze dahinter. Zu der Frage, dass wir Tabus brechen müssen, da müssten wir uns jetzt genau verständigen, welche Tabus. Ich glaube, angesichts eines global agierenden Kapitals, des Finanzkapitals, ist die Idee, dass es so etwas wie reine nationale Souveränität gibt, eine Illusion. Da wir aber über Griechenland jetzt immer nur so mit Problemen gesprochen haben, möchte ich gerne mal einen positiven Aspekt noch ergänzen. Ich glaube, damit es sowas wie europaweite Mobilisierung gibt oder auch Demokratie, braucht es auch immer eine Öffentlichkeit. Und ganz lange Zeit waren die politischen Debatten, die medialen Berichterstattung ganz stark auf den nationalen Tellerrand fokussiert. Und ich finde, da hat sich was verändert. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer von den Medien hätte vor 2 Jahren gewusst, wie ein Regierungschef in irgendeinem Land da im Süden Europas heißt, ja? Zwischen weiß man nicht nur, wie die heißen, wie die aussehen, was die für Krawatten tragen und was vorübergehend die für Fahrzeuge gefahren haben. Da hat sich doch was verändert. Also ich würde sagen, es gibt auch, wir sind auch vorangekommen, es gibt eine europaweite Öffentlichkeit. Leute wissen, wenn von Podemos, einer Partei in Spanien, die Rede ist, ungefähr, was dahinter steht. Also kurz und gut, ich will nicht all unsere Probleme wegreden, aber ich finde, wir sollten auch mal sagen, es hat sich einiges verbessert und wir haben auch einen Fortschritt gemacht und womöglich haben sich die Bedingungen für unser Handeln, für unser Kämpfen nicht nur verschlechtert, sondern wir haben gemeinsam auch einiges erreicht. Since I can only agree what Katja said, I will skip the opportunity to talk and give it to Miguel. This doesn't happen often on a table, but you know. Now you should say the same. A mí no me ha pasado nunca. No, dos cosas muy sencillas, pero porque sí que me he sentido interpelado. Nosotros siempre hemos hablado, y además es un concepto que a mí personalmente me gusta más, de soberanía popular, no de soberanía nacional. O sea, lo digo para no confundir justamente los términos. Entre otras cosas porque hay un concepto de nacionalidad en nuestro Estado que por lo menos, incluso en nuestro propio estatuto, hablamos de plurinacionalidad, con lo cual ni siquiera podríamos hablar de soberanía nacional. Con lo cual siempre hemos hablado de soberanía popular, que yo creo que es un término que a mí personalmente, por lo menos, yo estoy dispuesto a luchar más por la soberanía popular que no por la soberanía nacional. Eso simplemente por dejarlo más o menos claro. Katia decía una cosa que me hace gracia, ¿no? En Alemania, ¿conocéis quiénes son los candidatos o presidentes del sur, ¿no? En España, conocemos quién es el presidente de Venezuela. Claro, conocemos quién es el presidente de Venezuela, pero no sabemos cuál es el nombre del presidente de Portugal.
¿no? O sea, yo os digo que vamos a por la calle en España y preguntamos a la gente, ¿quién es el presidente de Portugal? Ni Dios, nadie. Preguntamos por el presidente de Italia, a lo mejor alguno, ¿sabes? Preguntamos por Grecia, sí, eso es más o menos la mayoría, yo creo, sabría responder. Preguntamos por Venezuela y hasta un chaval de 2 años nos dice el nombre. Lo cual demuestra, con esta pequeña anécdota, demuestra también cómo se están utilizando los elementos del sur dentro del debate político estatal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que da miedo en Alemania, en cierta medida, ¿no? Pues daba un poco de miedo Tsipras, puede dar un poco de miedo lo que hagamos los locos españoles, ¿no? Si gana Podemos, ¡uy, Dios, qué terrible!, ¿no? A lo mejor nos tocan, ¿vale? Y a nosotros nos meten otros sures. No, no nos meten Alemania, no nos meten Francia, no nos meten Portugal, no nos meten los vecinos, nos meten otros sures. En este caso, yo creo que Venezuela, aunque también ha habido otros. Para mí, lo más importante en estos procesos, yo creo que es empezar a construir y a romper esa dicotomía que muchas veces está habiendo dentro de las clases populares entre el miedo sur-norte, que yo creo que se ha agitado de una forma muy fuerte por parte de las élites en Europa. Yo creo que hay que intentar responder también políticamente a eso. Yo creo que es un elemento esencial. Y simplemente terminar con que o hacemos experiencias prácticas o construimos experiencias prácticas o nos quedamos en este tipo de debates. O conseguimos, con el tema, por ejemplo, de refugiados, en España, donde nos han llegado 18 por parte del gobierno, empezar a plantear, transgredir las propias normativas del Estado, empezamos a practicar elementos de desobediencia civil y articulamos en esa desobediencia civil a instituciones como las ciudades refugio, o nos quedamos en debates de salón. Y yo creo que es importante empezar a romper eso. Hay que empezar a dar la imagen de que sí se puede, que se puede hacer de otra forma. Yo creo que es un elemento esencial, porque la Unión Europea ha puesto como dogma de fe la austeridad, y al que no lo ha cumplido, o le han dado un golpe de Estado o lo han sancionado. Pero en cambio, el cumplimiento de la normativa vigente que han firmado los 28 países miembros sobre asilo y refugio, eso es optativo. Ahí no hay fórmula de que se pueda asegurar que se cumpla. Pues yo creo que tenemos que empezar a tomar las riendas de que se cumpla los propios ciudadanos y las instituciones más cercanas con las que estamos trabajando. Y ahí la desobediencia civil, vuelvo a repetir, creo que es un elemento esencial. Ja, okay, da kann ich auch die Zeit vom Sasko nehmen und danke dir. Danke dir, danke dir. Thank you. Okay. Whatever. 2 Minuten, okay. Egal wie der Kampf in Griechenland ausgehen wird, egal ob am Ende des Tages Syriza zerfällt oder nicht, Syriza hat seinen Beitrag wirklich geleistet, um die Diskussion in Europa zu eröffnen. Und dass diese Diskussion noch immer offen ist und dass wir hier so zahlreiche gekommen sind und weiter diskutieren, ist auch zum Teil dieser Bewegung zu verdanken. Wir haben aber weiterhin sehr große Kämpfe vor uns. Und ich darf nur 2 nennen,
die mit uns allen hier in diesem Saal haben. Ein Kampf, der jetzt in Griechenland beginnt, ist der Kampf der Rettung vom gesamten öffentlichen Vermögen. Diesen Kampf können wir nicht allein führen. Ich möchte die nächste Privatisierung, den nächsten Einkauf von einer privaten oder öffentlichen deutschen Firma in Griechenland von hier verhindert haben. Nicht von Griechenland. Ich sage es nochmal. Der Kauf von den griechischen Flughäfen könnte hier verhindert werden und nicht in Griechenland, weil eine öffentliche Firma diese Privatisierung in Griechenland durchgezogen hat. Es steht die Diskussion über unser Wasser und so weiter. Es sind große multinationale Konzerne dahinter. Das können wir selber nicht verhindern. Das Zweite, was bevorsteht, spätestens im Herbst, es werden unsere sozialen Rechte diskutiert im Zuge der sogenannten nächste Überprüfung des Programms. Damit wir es schaffen, es abzuwenden, brauchen wir viel mehr Unterstützung von hier. Und nicht, dass ihr denkt, ich sage das jetzt, weil wir müde geworden sind oder uns schwächer fühlen. Es geht wirklich anders nicht. Dass wir vielleicht im Herbst endlich Nein sagen, dass wir im Herbst vielleicht, wenn sie wieder den gesamten Sozialstaat und die gesamte Arbeitsrechte vernichten möchten, damit wir auch ja basta sagen können, brauchen wir einen stärkeren Rückenwind von euch. Anders geht das nicht, obwohl wir weiterhin hier diskutieren werden. So I hope we've got two more days, so hopefully we'll allocate some time to discuss the ways and means of that. Okay. So firstly, just to thank the translators. It must be so hot in those booths. And then to thank Marcos, who's been organizing the microphone. And then Mario and Corinne for organizing the event. And then all the speakers for being so interesting and challenging. And so we leave this room full of, I think, questions and kind of ideas that need further work, like, you know, creating new institutions from below. How we bring different struggles together, how we really develop a sort of a new vision of Europe. So we've got two more days, so I'll just say to people, well, come back tomorrow at 10 o'clock and continue the discussion, which, in response to the woman from Bulgaria, will be much more participatory than this. I felt a bit uncomfortable as a feminist when we always used to go into a room and our first act was to rearrange the chairs, but I was told this was the only way to get everybody in. So, but tomorrow the chairs will be organized in a more around, a more, you know, crescent shaped or a participative way. So thanks for your energy and your ideas, and see you tomorrow. Thank you.